Zierlich gewachsen, im Köpfchen viel Faxen, mit süßem Gesichtchen als reizendes Früchtchen, zu Blüte im Kreise der guten Familie, schön wie ne Lilie, Meyers Emilie, alle die Onkels, die küssten sie herzhaft, und einer von ihnen, der fragte mal scherzhaft, woher sie das hätte, da sagte der Nette, Johannes, ihr Vetter und Freund. Und als der Herrgott Mai gemacht, da hab ich es ihr beigebracht, ein Vöglein hat gepfiffen, da hat sie's gleich begriffen, der Frühling hat ihr Mut gebracht, und deshalb hat sie's gut gemacht, und heute, ja, man wundert sich, kann sich besser noch als ich. Der Vater Emiliens, was tat er? Er sprach zu Johannes. Johannes, ich kann es begreifen, doch schwör mir mit reinem Gewissen, blieb es beim Küssen? Das muss ich wissen. Erstens, so sagte der peinlich Befragte, wir küssten im März schon, da schlug auch das Herz schon viel rascher und höher, wir kamen uns näher, das war so am Ende April. Und als der Herrgott Mai gemacht, da hab ich es ihr beigebracht, ein Vöglein hat gepfiffen, da hat sie's gleich begriffen, der Frühling hat ihr Mut gemacht, und deshalb hat sie's gut gemacht, und heute, ja man wundert sich, kann sie's besser noch als ich. Der Frühling hat ihr Mut gemacht, und deshalb hat sie's gut gemacht, und heute.